Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Do It Yourself Inspiration Kids Club. Wir werden heute gemeinsam wieder malen und zwar diesen niedlichen Kawaii Cupcake. Der ist in einem fluffigen Rosa. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen, wie euch das gefällt. Und wie ich das gemacht habe und alles, was ihr dafür braucht, das seht ihr jetzt. Für unseren Kawaii Cupcake brauchen wir ein Blatt Papier. Das ist jetzt ein kleines weißes Blatt, das reicht vollkommen aus. Dann habe ich hier noch einen Bleistift zum Vorzeichnen mit Radiergummi. Außerdem verschiedene Filzstifte, einmal einen hautfarbenen Ton, einen pinken, dann noch einen, der etwas kräftiger ist im Pink und dann noch einen schwarzen. Als erstes fangen wir an mit einer Wolke. Da solltet ihr darauf achten, dass sie möglichst gleichmäßig ist, also symmetrisch. Dann kommt noch hier dieser kleine Papprand, wo der Cupcake drin steckt. Dazu malen wir einfach eine Linie nach unten, die ist so ein bisschen angeschrägt auf beiden Seiten. Und diese beiden Linien verbinden wir dann, und zwar nicht ganz gerade, sondern so ein bisschen nach unten gebogen. So sieht das dann aus. Und dann malen wir hier noch so Linien rein. Das ist dann das Muster der Pappe. Ihr könnt auch ganz viele andere Motive nehmen, aber ich werde das jetzt klassisch halten mit Linien, also Streifen. Dann kommen wir zu dem Gesicht von dem Cupcake und dazu malen wir jetzt erstmal die Augen, und zwar kugelrund, einfach zwei Kreise, die gleich groß sind, möglichst weit auseinander, weil dann natürlich noch der Mund dazwischen muss. Jetzt ist unser Cupcake auch schon fast fertig und wir werden ihn jetzt noch ausmalen, denn so sieht er noch ziemlich öde und trist aus, aber gleich wird er schön bunt. Jetzt ist unser Kawaii Cupcake auch schon fertig. Man kann ihn natürlich noch in ganz anderen Farben malen oder vielleicht noch so ein bisschen mit Obst dekorieren oder anderen Süßigkeiten. Ich habe hier jetzt so kleine Zuckersträuße noch drauf gemalt und ich finde ihn wirklich super niedlich. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Wenn es so ist, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr noch weitere Videoideen habt, schreibt ihr uns gerne in die Kommentare vielleicht, was ich noch zusätzlich alles zeichnen soll. Und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch den Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao! Heute werden wir wieder gemeinsam zeichnen, und zwar diesen Kawaii-Kuchen. Ich finde ihn wirklich super niedlich, in der Geschmacksrichtung Erdbeerkirsch-Pudding oder sowas. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe und was ihr dafür braucht, dann schaut weiter. Für unseren Kawaii-Kuchen brauchen wir ein Blatt Papier, dann einen Bleistift, am besten mit Radiergummi, außerdem ein paar Stifte. Ich benutze Filzstifte, weil die besonders schön leuchten. Ich habe hier Farben wie zum Beispiel Beige, Gelb, Rot, Pink und Schwarz. Als erstes malen wir ein Rechteck, am besten relativ weit unten am Papierrand. Da
Da könnt ihr auch gerne ein Lineal nehmen. Ich mache das mal freihand. Dann male ich hier so einen Bogen. Und hier eine gerade Linie, ungefähr in einem 45-Grad-Winkel, wenn euch das was sagt. Das sieht jetzt mehr oder weniger aus wie ein Haus, aber gleich wird es aussehen wie ein Kuchen, hoffe ich zumindest. Ich werde jetzt erstmal den Boden des Kuchens malen. Dazu ziehe ich einfach eine weitere Linie hier drunter. Und ich male jetzt auch noch eine Sahnehaube sowie eine kleine Kirsche. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Obst malen, aber ich finde, Kirschen passen immer ganz gut zu Kawaii. Also erstmal die Sahnehaube. Was natürlich überhaupt nicht fehlen darf bei Kawaii, sind die niedlichen Augen und ein süßer Mund. Wir können jetzt entweder so große Kulleraugen machen, aber es gibt ja natürlich auch andere Kawaii-Gesichter. Ich bleibe auf jeden Fall bei den Kulleraugen, die finde ich am knuffigsten. Also zwei große Kreise. Und ein kleiner Mund. Jetzt malen wir noch unseren Kuchen a
das Ganze ein bisschen verschmälern, also kleiner machen, das Glas. Denn nach oben wird es ja so ein bisschen schmaler. So. Und hier oben kommt dann der Deckel. Wichtig ist, dass das Glas gleichmäßig aussieht, also auf beiden Seiten. Ansonsten sieht das so ein bisschen schief dann aus. Deshalb versuche ich das jetzt nochmal. In etwa so. Und jetzt kommt noch das Etikett, wo dann letztendlich auch Nutella draufsteht und das süße Kawaii-Gesicht. Also einfach hier einen Strich ziehen und hier unten dann noch einen. Und dann können wir schon mal anfangen, den Schriftzug von Nutella zu malen, also ein kleines N. Dann ein U, ein T, ein E, zwei Ls und ein A. Jetzt fehlt natürlich noch das Kawaii-Gesicht, also große Kulleraugen. Und ein großer Mund. Jetzt schließen wir hier oben noch den Deckel. Also einfach das Ganze mit einem Strich verbinden. Da könnt ihr dann auch noch mal ausbessern, wenn ihr möchtet. Und der Deckel, der ist ja immer so ein bisschen geriffelt. Und deshalb male ich da jetzt einfach noch ein paar Striche rein. Jetzt, wo wir unser Glas vorgezeichnet haben, können wir natürlich mit dem Anmalen oder dem Ausmalen beginnen. Dazu werde ich jetzt hier einfach mit dem Schriftzug anfangen, also ein schwarzes N. Und die restlichen Buchstaben sind ja rot, also ein rotes U, ein rotes T und so weiter. Das ist jetzt mein fertiges Nutella-Kawaii-Glas. Ich finde es eigentlich sehr, sehr süß. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man mit einem schwarzen Filzstift die Linien macht, weil sie doch relativ fein sind. Nicht, dass das Ganze dann so ineinander verläuft. Ihr könnt überlegen, ob ihr das mit Filzstift oder auch mit Buntstift malen möchtet. Ich bin ja ein großer Fan von Filzstift, weil ich die leuchtenden Farben so gern mag. Aber mit Buntstift hat man den Vorteil, dass die Farben nicht so schnell ineinander laufen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr mein Nutella-Kawaii-Glas findet. Vielleicht kann man dazu auch noch ein Toastbrot oder irgendwas anderes malen, vielleicht ein Donut, irgendwas, was man mit Nutella verbindet, kann man noch dazu malen oder vielleicht ein paar Herzen, wie ihr das gerne mögt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und wenn ihr es nicht schon längst gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss! Heute werden wir wieder gemeinsam malen und zwar dieses niedliche Kawaii-Pizzastück, das kann man entweder so halten oder auch so. Alles, was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unsere Kawaii-Pizza brauchen wir ein Blatt Papier, außerdem einen Bleistift zum Vorzeichnen sowie einen gelben Stift für den Käse, einen roten für die Tomatensauce, dann ein helleres Braun für den Teig und schwarz zum Umranden. Das Blatt Papier nehme ich hochkant und dann male ich ein Dreieck. Das ist jetzt erstmal die Grundform, ein Stück Pizza. Und dann können wir hier noch einfach so ein paar Wellen malen. Das soll der Käse sein, darunter die Tomatensauce. Also einfach das Ganze so ein bisschen ungleichmäßiger machen.
Die Linien hier, die jetzt hier noch von der Grundform übrig sind, die können wir einfach wegradieren. Und jetzt können wir den Belag malen, also einfach hier kreisrunde Scheiben, das könnte die Salami sein. Die kann auch so ein bisschen abgeschnitten sein, wenn man die Pizza zerteilt hat. Und hier können wir dann unser Kawaii-Gesicht malen. Und das Ganze anmalen. Damit sich die Salami so ein bisschen von der Tomatensauce abhebt, male ich jetzt hier noch einfach ein paar kleine Punkte rein mit Braun. Ich habe jetzt das Pizzastück einfach nochmal mit Schwarz umrandet. Man kann das entweder hochkant nehmen oder seitlich, ist eigentlich egal. Normalerweise isst man ja eher so eine Pizza, so würde wahrscheinlich der ganze Belag runterlaufen. Aber bei Kawaii ist ja alles nicht unbedingt sehr realistisch. Ich hoffe, mein kleines Video dazu hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben geben und hinterlasst mir nette Kommentare für weitere Videoideen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne unseren Kanal und damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, drückt einfach auf das kleine Glöckchen und dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos für euch haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Heute werden wir wieder gemeinsam malen. Und zwar diese niedliche Kawaii-Milchtüte. Alles, was ihr dafür braucht und wie ich das gemacht habe, das seht ihr jetzt. Für unsere Kawaii-Milch brauchen wir ein Blatt Papier, einen Bleistift zum Vorzeichnen, am besten einen mit Radiergummi, falls wir uns vermalen. Außerdem habe ich hier rosa für die Bäckchen, schwarz zum Umranden und blau für die Packung. Mein Blatt Papier nehme ich quer und dann zeichne ich erstmal zwei parallele Linien möglichst weit rechts am Bildrand. Die beiden Linien verbinde ich dann miteinander und zwar nicht gerade, sondern etwas schräg. Oben allerdings gerade und dann male ich eine Linie, die nach hinten verläuft. Und eine weitere, die dazu parallel ist, ungefähr. Und auch hier verbinde ich wieder die beiden Seiten. Die müssen allerdings nicht ganz so lang sein. Und den Rest können wir hier einfach wegradieren. Hier hinten male ich jetzt eine Art Hausdach, also ein Dreieck. Und wieder eine Linie, die parallel dazu verläuft. Hier oben können wir jetzt noch so eine kleine Lasche lassen. Ich habe ein bisschen wenig Platz gelassen nach oben. Aber das Ganze würde dann so aussehen, also einfach zwei gerade Linien und dann hier oben einfach nochmal das Ganze verbinden. Wir können jetzt, falls wir aus dieser Milchpackung mit einem Strohhalm trinken wollen, ein Loch machen. Das können wir hier direkt in der Mitte machen. Hier, eigentlich ist es fast egal, wo. Ich würde es allerdings hier in dem oberen Bereich machen, weil das bei Trinkpäckchen so üblich ist. Deshalb mache ich das hier jetzt einfach in der Mitte, also einfach einen Kreis malen. So.
Und wir können direkt auch schon weitermachen mit dem Kawaii-Gesicht. Dazu male ich einfach wieder zwei Kulleraugen. Einen Mund, den können wir jetzt überlegen, ob der so ganz typisch sein soll oder vielleicht doch ein bisschen anders. Ich werde auf jeden Fall noch so kleine Bäckchen malen. Die male ich jetzt aber nicht direkt an die Augen, sondern unter die Augen. Den Mund werde ich ganz klein malen, also kleiner als sonst. So. Und hier fehlt jetzt noch ein Strohhalm, der kann entweder gerade aus der Milchpackung herausgucken, der würde jetzt wahrscheinlich dieses Blatt Papier überragen, oder man malt ihn mit so einem Knick. Ich denke, ich werde ihn jetzt einfach so gerade malen. Der muss auch nicht so lang sein, ein kurzer Strohhalm reicht ja auch, der kann ja in die Packung hineingerutscht sein. Oder man malt ihn eben über den Bildrand hinaus. Allerdings müssen wir dann hier diese Linien zwischendrin wegradieren, weil der Strohhalm ja die Packung verdeckt. Also so. Das ist übrigens hier das Loch. Das kann ruhig auch ganz dunkel sein. Ich hoffe, man erkennt das ganz gut. Und jetzt können wir eigentlich schon anfangen, unser Bild auszumalen. Wenn man möchte, kann man hier jetzt noch Milch draufschreiben oder Milk oder sowas. Das ist jetzt meine fertige Kawaii-Milchtüte und ich finde, die sieht wirklich total knuffig aus. Ich hätte es ein bisschen kleiner malen sollen, dann hätte es auch komplett auf das Bild gepasst oder auf das Blatt Papier gepasst, aber ich bin trotzdem sehr zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch meine Milchtüte gefällt. Wenn sie euch gut gefällt, gerne Daumen nach oben geben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen klicken und dann bekommt ihr immer eine kleine Benachrichtigung, wenn wir was Neues für euch haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!